So, liebe Leute, es geht weiter in Upper Edging. Das zweite Studienjahr startet und wir haben neue Campus-Anforderungen. Wir brauchen einen Computerraum, wir brauchen ein weiteres Tonstudio, noch zwei Vorlesungssäle, wir brauchen noch Gegenkulturwissenschaftsdozenten und noch einen für Musikalität. Ich denke, wir müssen das jetzt irgendwie hingebogen bekommen mit dem Finanzrahmen, den wir haben. Der ist wirklich knapp. Ehrlich gesagt lässt das gar nicht zu und da kam auch schon die Meldung, dass wir, wenn wir weiter so Geld verdienen, pleite gehen. Solche Meldungen stressen mich persönlich ja überhaupt gar nicht, das kennen wir ja mittlerweile zugute. Wie machen wir das denn jetzt eigentlich, dass wir das alles gebaut bekommen? Ich kann natürlich das Folgejahr starten und gucken, dass ich das dann irgendwie gebacken bekomme. Aber dann habe ich ja, glaube ich, nur so 30 Tage Zeit und das ist wirklich wenig. Wir probieren es aus. Kommt. Hopp. Was soll's denn? 149 Tage, wir gehen jetzt einfach mal nach der Zeit durch. Dann würde ich sagen, was ganz einfach ist, ist den Dozenten einzustellen. Den brauchen wir auch relativ flott, würde ich sagen. Billig soll es sein. Stell eine Blase hier, tonnenblind, flink, ekelhaft. Du bist raus, dann bist du dabei. So, und jetzt geht echt die Kohle flöten. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen uns das Tonstudio. Oder nee, erstmal gucken. 21 Tage fürs Tonstudio, das ist jetzt echt nicht viel. Zimmer kopieren ist jetzt nicht möglich, weil wir nicht mal mehr den Basisbetrag für ein Tonstudio haben. Ach, da brauchen wir zwei oder wie? Och, kommt, dann stellen wir einfach ein, was soll das denn, ne? Musikalität, flink. Kulturwissenschaft. Ekelhaft, du bist raus. So. Aber es wird mir hier tatsächlich nicht richtig gezählt. Also, wir machen Pause. Wir kennen das ja, der Matze nimmt einen Kredit auf. Dann machen wir das alles ganz in Ruhe. Also hier, Finanzen und das soll sich ja lohnen. Wir nehmen gerade den großen Kredit auf. Ich spiele ja immer so irgendwie gern am Rande des finanziell Möglichen. Dann holen wir uns das Tonstudio. Ja, jetzt müssen wir das hier alles mal, auch wenn es nicht ganz so schön ist, erstmal doppeln. Und ordnen das irgendwann nochmal neu. Aber für jetzt ist das genau gut so. Computerraum müssen wir noch, Vorlesungssaal klauen wir uns hier. Er dürfte hier eigentlich genau daneben. Er dürfte, aber er tut's nicht. Machen wir das mal so. Und die Tür müssen wir jetzt umsetzen. Wäre schon schön gewesen, wenn die da jetzt hingepasst hätte. Sie tut mir den Gefallen nicht. Probieren wir es nochmal. Da würde sie passen, da nicht. Der blöde Teleprompter. Also, haben wir. Computerraum gibt es auch. Ah, noch ein Vorlesungssaal, ne? Das waren zwei. Computerraum ist 4x4 groß. 1, 2, 3. Und da ist die Tür. Echt gehabt. Dann machen wir hier drüben weiter. So, einmal hier. Was haben wir denn da? Wir haben hier, wir fangen mal irgendwo mit an. Ein analoger Computer. Ach, wie geil. Konrad Zuse lässt grüßen. Das Ding muss frei im Raum stehen. Das geht gar nicht anders, ne? Das müssen wir doch von allen Seiten angucken können. Dann, was haben wir da noch? Das ist hier so eine Bedienkonsole. Eine analoge Konsole. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das freie Drehen ging. Irgendwie... So, ne? So. Na gut, jetzt haben wir es. Temperatur haben wir im Übrigen auch noch nicht gecheckt, fällt mir da ein. Das sollten wir alles beim letzten Mal noch machen. So, Minimumausstattung. Mehr ist jetzt erstmal nicht. Wir müssen mit dem Geld ein bisschen aushalten.
Dann noch einen weiteren Vorlesungssaal. Ei, ei. Passt jetzt wunderbar hier hin. Natürlich ist die Tür wieder ganz falsch an der Stelle. Ja, heute so ein bisschen nervig bis anstrengend mit den Türen. Liebe Box, es tut mir leid für dich. Muss erstmal weg. Erstmal brauchen wir eine Tür, die ist wichtiger. So, und dann gucken wir mal. Ja, dazwischen wegen mir. So, dann immer noch einen Dozenten. Link, Käsefresser. Alles klar. Und nochmal Musikalität. Ja, tonnenblind. Geht halt jetzt nicht anders. So. Und dann haben wir es geschafft. Schön ist es jetzt nicht, ne, dass ich das hier alles so reinpressen muss. Aber jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwo noch mehr Platz ist. Show wird euch präsentiert von der Orbi Stiftung. Also Grundstück 2, Grundstück 3, 4, 5, 6, 7, 7 Stück. Aber bitte, bitte lest euch alles gut durch, was ihr da unterschreiben müsst. Bitte. Okay. Hinweis, ein Finger ist keine Zahnbürste. Ole, wo kommt denn die? Achso, oh Matze. Ihr habt die Frage nicht gehört, ne? Bibliothek braucht einen Assistenten. Am besten jemand, der es auch drauf hat. Tonnenblind, Fass ohne Boden. Oh, puh. Und dann hier, Tonnenblind, Flink. Komm, kannst nix. Stehle eine Blase für Bibliothek. Eigentlich ganz gut zu gebrauchen. So, und dann geht's weiter. Bilanz ist okay. Trotz Abstottern des Kredites. Und wir haben jetzt wie viele Studenten? Das gucken wir uns mal an, denn im nächsten Jahr werden es wahrscheinlich wieder mehr. Deutlich mehr. Nee, da wollen wir hin. 70, das heißt wir brauchen 12, ist nicht richtig. 14 Betten brauchen wir. Und wir haben 8. Also, das wird jetzt noch zum Problem werden. Insofern. Studierendenzentrum sucht einen Assistenten. Gucken wir jetzt doch mal, wo wir hiermit hingehen. Also, irgendeins, das nicht so teuer ist für den Anfang, wäre gut. Das ist hier das Billigste. Dann nehmen wir es doch jetzt einfach mal mit Gebäuden, ne? Okay. Gut. So. Wir haben gerade mal ein bisschen Luft. Wir checken jetzt nochmal, dass wir unsere Mitarbeiter fertig kriegen hier. Und dann Aufgabenzuweisung. Haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. So, hier Weiterbildung. Was ist los? Läuft schon. Sehe ich aber nichts von. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. So, also hier. Ich habe ja gesagt, wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit. Wir gucken jetzt mal, was die hier so treiben, ne? Autsch. Also, großes Talent klingt anders. Die ersten Geigenstunden bei Kleinkindern sind, glaube ich, auch nicht unbedingt so richtig toll. Heidewitzka, da ist echt Luft nach oben. Aber sie sind ja hier, um es zu lernen. Das war gut. Ein toller Monat, ne? Ja, will noch jemand? Hier, kommt, wir haben schöne Instrumente hier. Ansonsten gehen wir nochmal nach dem Sport gucken. Ach nee, den Computerraum hier. Da ist aber gerade nichts los. Da muss erstmal eine Veranstaltung starten. Sogar noch mehr als gewöhnlich. Na, so soll das, ne? Also, wir könnten jetzt dahergehen und könnten sagen, wir nehmen das hier als Blueprint für eigentlich ganz schöne Studentenzimmer, die alle Wünsche erfüllen. Würde aber gerne noch ein paar Objekte reinbringen, dass es nochmal eine höhere Stufe kriegt. Und ja, die Temperatur kommt. Wir gucken jetzt nach der Temperatur.
Also das ist tatsächlich, was das letzte Mal gelb war. Wörter sind lang und sie niederzuschreiben ja, kostet nicht. Wertvolle Zeit. Aber was ist die Alternative? F ist natürlich mies. Nachhilfe brauchen wir auch. Olifanten Fanbuchbericht, ja. Ja, ich habe Bücherregale Musikalität 6000. Dadurch kann ich in Vorlesungen gut haben wir 100 Kudorf haben wir auch. Klar, manchmal so. Ist das Ergebnis ziemlich schwer zu entziffern. Was Map machen wir doch aus und dann müssen wir tatsächlich die Temperatur mal checken, ne? Deprimierend sein kann. Falls ihr also echte Kurzschrift beherrscht, meldet euch doch bitte bei mir, ja? Eins nach dem anderen. Also, erst die Temperatur, dann die Schlafseele. Ja, hier sollten wir gucken, Matze, ne? Also, Klimaanlagen, das dürfte jetzt wahrscheinlich direkt... Ja. Nee, das können wir nicht tun. Ich denke, denen ist es weder zu heiß noch zu kalt. Wir lassen das jetzt erstmal. Und gucken mal, ob sie sich darüber in irgendeiner Weise positiv oder negativ äußern. Dann können wir da immer noch mal ran. Also wir machen erstmal die Schlafsäle. Und wie gesagt, der soll jetzt noch mal ein bisschen schöner werden. Dann nehmen wir ihn als Blueprint. Der ist aber auch ehrlich gesagt für 4 Betten sehr groß. Aber was soll's. Das machen wir jetzt einfach ein bisschen hübscher. So, was kann da noch rein? Das geht hier nicht. Ist für diesen Raum vorgesehen? Nö. Machen wir anders. Wo haben wir es denn? Hier haben wir doch. Irgendwo haben wir doch. Hier. So, Clown-Kommode, so ein Quatsch. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Haben wir denn irgendwas für die Musik, was noch gut wäre? Hausmeister bei den Witzis benötigt. Gibt's noch was zum Freischalten vielleicht? Ach, hier ein bisschen mehr Flower Power. Jawohl, ja. Kommt, Leute. Einmal dahin. So. Die schöne Gitarre haben wir noch nicht. Was es hier mittlerweile alles gibt, ne? Das ist ja echt der Hammer. Was ist denn das hier? Coverkunst der Musiktheoretiker, der Honor Rollers. Ja, komm, was soll es denn? Nehmen wir. Und noch irgendwas hier? Ripped Chords. Also das ist alles hier Musiksachen. Zeugs. Recycling? Nee, da sind wir jetzt nicht. Chefkoch? Nö. Boogie Nights brauchen wir jetzt auch nicht. Jasmine. Gott sei Dank, wir sind aus Versehen gerade die Kudos ausgegangen. Skandalös, oder? So ein paar schöne Plattencover, was soll das denn, ne? Das passt doch wunderbar. Okay, wir haben Minus gemacht, das nehme ich jetzt einfach mal so zur Kenntnis. Ist nicht schön. Jetzt schalten wir zu Wanda, die offenbar über Poster berichtet. So, dann haben wir schon mal Stufe 5. Reden wir über Poster und insbesondere darüber, was sie über euch aussagen. Gar nichts. Ein Jasmine Odyssey Poster sagt mir, dass ihr nett seid und gut duftet. Oh. Ein Autoposter sagt mir, dass ihr auf mechanischen Kram steht, so wie Vergaser, Auspuffrohre und Getränkehalter. Und ein Cheesy Gubbins Poster sagt mir, dass ihr richtig doll hungrig seid. So, jetzt passt mal auf. Ich bin am Überlegen, wie wir das hier anordnen. Das ist ein bisschen undankbar in dem Gebäude. Aber wir kriegen das hin. Ich habe da jetzt tatsächlich ein bisschen Platz gelassen und das mit Absicht. Jetzt haben wir 12, wir brauchen 14. Also machen wir noch eins hier hin. Wir könnten hier nämlich noch tatsächlich. Der Campus bietet den
Toiletten oder sowas hinbauen. Oder aber die Räume nochmal. Das könnten wir natürlich auch. Nee, pass mal auf, das machen wir so. Wir machen die Räume hier in die Richtung ein bisschen größer. Das ist doch viel besser. Und könnten tatsächlich noch vielleicht noch ein Bett reinstellen, oder? Dann haben wir die besser genutzt. So, das machen wir mit dem hier auch. Den schieben wir noch ein Stück hier rüber. Machen ihn noch ein bisschen größer. So. Und dann kommen noch zwei Betten rein. Eins. Hausmeister bei den WCs benötigt. Hier. Wir hätten das natürlich auch drehen können, sehe ich gerade. Ja. Einmal hier. So, perfekt. Und dann hätten wir hier nämlich noch Platz für einen Aufenthaltsraum. Und hier hinten auf der Seite können wir irgendwie mit Toiletten und Duschen noch was machen. Jawohl. Fängt an, Sinn zu machen. So, Roderick soll kommen und Geld bringen. Das ist gut. Hotdog-Kiosk. Wir haben ein Karriereziel. Belohnung einfordern? Ja, natürlich. So, haben wir noch was? Alles klar. Seelsorgezimmer. Was, wenn ich alles brauchen? Das würde auch hier hinten Sinn machen, ehrlich gesagt. Jetzt könnten wir das doch auch nehmen. Einmal drei, passt auf. Dann wir von Bungle wissen, was junge Leute machen wir das hier auf der Seite anders. Unabhängigkeit. Spaß. Räder. Jawohl. Lieber von Bungle. Und machen das auch erstmal minimal. Von der Ausstattung. Zur Erinnerung. So Kramme, ich glaub's, bumsumsel. Wer also Müll in sich reinschaufelt. Ein Fensterchen nach außen, ne? Und wenn wir davon drei Fenster haben, sollen die doch bitte auch schön am Fenster sitzen. Das hilft auf jeden Fall. So, dann machen wir noch ein Paravent hin, damit den schönen Sichtschutz haben. Das ist total bescheuert, wenn wir die Leute hier direkt ans Fenster setzen. So. Aber es geht halt einfach. Noch ein Lämpchen, Stufe 2. Mehr gibt es jetzt erstmal nicht. So, und dann schieben wir den noch rüber. Und hätten hier noch Platz für was anderes. Und hier noch für einen Aufenthaltsraum. Aber jetzt gibt's. Och, herrje, was haben die denn Ansprüche? Das ist ja unfassbar. Bücherregal der Kulturwissenschaft. So. Bitte, das passt auch noch rein. Dann, hier. Bungle-Bonus 68.000, richtig gut gelaufen. Die Studierendenzentrum-Party, die richten wir ein. Und wir müssen, wenn wir gerade da sind, auf jeden Fall auch noch... Wir hatten es ja nochmal Open Mic machen, für die Ziele. Jupp, wird gebucht. Da geht die Kohle hin. Noch ein Karriereziel. Was haben wir hier? Hier haben wir die Gegenkulturwissenschaft. Perfekt. Nehmen wir auch mit. Romantischer Film. Was wollt ihr denn noch alles? Jawohl, der Hammer hier. Buchen wir auch. Wenn es glücklich macht. Das Orbi-Monument. Ja. Halt mir frei. Und, ja, das bringen wir dann in das andere Gebäude. Einfach mal so für die Abwechslung, ne? Ach, bringen wir nicht, es muss nach draußen. Ja, aber wir haben doch hier ein bisschen Parkanlage, oder? Dann machen wir das irgendwann auch noch schön. Jetzt stellen wir es erstmal hin.
Hotdog. Jawohl. Kiosk. Dafür brauchen wir dann noch einen Assistenten. Ja, ich würde sagen, dann machen wir doch einfach einen schönen Park mit irgendwie Futterzeugs, oder? Also. Hotdog-Kiosk. Dafür brauchen wir einen Assistenten nochmal. Das ist natürlich auch mal gut hier. Blitzblank flink. Du bist dabei. Und dafür fliegt aber jemand anderes raus. Und dann machen wir noch die Aufgabenzuweisung, ne? Lass uns erstmal schnell noch gucken, dass wir das alles hier einmal annehmen. Two Grace. 10.000. Wir knallen das alles voll mit Events, ne? Ein Gemüsekiosk. Eben, das habe ich nämlich auch noch erwartet, dass jetzt sowas kommt. Ja, lassen wir mal ein bisschen Platz hier. Die unsere heutige Show gesponsert hat. Danke auch für die merkwürdigen Kekse. Ich glaube nicht, wir machen Plus. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Wie auch die Kekse. So, Bilanz hier. Wunderbar. Achsen, Hexer, Automat. Objekt auf Campuszimmer nicht benutzbar. Na klar, dann machen wir einen neuen. Wir müssen ja auch hier mal ein bisschen was bieten. Das ist so eine Nische, die kann man da wunderbar für benutzen. So. Und was noch? Flaches Blumenbeet. Jawohl. Wo sind wir denn? Richtung verloren. Ah ja, falsch rum gedreht. So. Hier, das ist auch genau der richtige Abstandteil. Da machen wir zwei Stück hin. Und dann brauchen wir noch einen Asi. Und dann müssen wir... Ja, danke. Habe ich gehört, meine Liebe. Blitzblank, flink, das ist schon mal gut. So, Stufe 11. Jawohl, es geht vorwärts. Also, Aufgaben. Aufgaben haben wir ja auch noch nicht zugewiesen. Das machen wir jetzt mal zuallererst. Jetzt gehen wir mal so direkt durch. Das sind nur leider nicht die Aufgaben. Das sind die Aufgaben, ne? Bei den Dozenten ist es eigentlich noch vollkommen wurscht. Hier bei den Assistenten könnte man schon mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Clubanmeldung sollte jetzt mal nicht Bibliothekars-Person machen. So, hier, das ist jemand, der ist eigentlich mal für alles relativ gut einsetzbar. Pass mal auf, hier oben sollte jemand auf Klinik spezialisiert sein. So, hier, also. Ich würde sagen, Klinik ist gut, Clip ist, Club. Klinik und Club, so. Ist perfekt, Imbiss kann auch gemacht werden, weil die Person jetzt nicht unbedingt für irgendwas dringend gebraucht wird. Gleiches gilt hier. Hier ist jemand mal nur für die Seelsorge zuständig. Und das hier ist ein Springer, der aber nichts in der Bibliothek zu suchen hat, würde ich sagen. Und dann sind wir da schon mal einen Schritt weiter. Hausmeister, brauchen wir vielleicht auch noch mal ein paar mehr. Aber erstmal gucken, wie sich das mit der Kohle entwickelt. Solange es noch keine katastrophalen Zustände sind, erstmal alles gut. So, Studierendenzentrum braucht auch noch einen Assistent. Also es ist schon ein bisschen knapp hier. Wir gucken mal. Flink, tonnenblind. Wähle jetzt die Leute schon mal ein bisschen besser aus. Herumtrödler will ich auch nicht. Ekelhaft will ich nicht. Sahara-Mund kriegt ständig Durst, muss dann auch oft aufs Klo, will ich jetzt auch nicht unbedingt. Dillerne Blase, flink. Bibliothek, Stufe 3. Können wir nehmen. Dann aber... Der Körper ist ein Tempel. Wollen wir nicht weiterbilden? Nein. Wir wollen Aufgaben zuweisen. Da. So. Bibliothek. Und dann würde ich aber die nicht so gut ausgebildete Bibliothekskraft direkt auch entlasten. Ach, dann müssen wir jetzt hier hin. So. Und tschüss. So viel Geld haben wir auch nicht übrig, dass wir uns alle leisten können. Hier, guck mal. Hatte jetzt nicht gepasst, ne? Das ist jetzt zu blöd. Kann ich jetzt auch nicht ändern, tut mir leid. Was haben wir denn hier? Was es alles gibt? 10 Kudosch.
Kohle, die haben wir schon. Nochmal vom Roderick ein bisschen was. Ein Mischpult. Ja, ne? Müssen wir erst freischalten. Und den analogen Monitor. So, der muss hier Musikproduktion, Brainstorming, Künstler, Namen. Ja, das können wir machen. Okay. Ist nichts los in dem Raum, ne? Da müssen wir auch nochmal gerade gucken, dass wir das nochmal ein bisschen hier belebt bekommen. Hier ist wieder Party. Oh, jetzt geht's aber richtig ab hier. Das war wahrscheinlich wieder irgend so ein Event. Wahrscheinlich das Open Mic. Jetzt Luft anhalten. Das muss besser werden, ne? Also ihr seht, Hausmeister haben wir auch zu wenig hier. Das müssen wir direkt ändern. Link ist gut. Saharamund will ich nicht. Wache Blase auch nicht. Elende Blase und Flink ist nochmal besser als nur Flink alleine, ist aber auch ein bisschen teurer. Enthält Batterien, jawohl. Okay. Aber wir müssen jetzt tatsächlich auf die Kohle gucken, ne? Wie weit ist denn unser Kredit? Ja. Ist jetzt noch busy Zeit hin, würde ich sagen. Also ich überlege, ob wir die Personaldecke noch ein bisschen aufstocken auf Risiko hin. Eben deswegen, ich habe es auch gerade entdeckt. Wahrheit, direkt ausgestrahlt von einem geheimen Standort hier bei Radio. Hätten wir da noch jemanden? Bald wird es Klinik 5 und Seelsorge, ja, blitzblank, schwache Blase. Aber die Kombi ist ganz gut, oder? Für euch. Machen wir mal alles klar? Und... Alles klar. Machen mal hier nur Klinik und Seelsorge. Ja, und dann wird das schon. Wir haben noch keine Nachhilfe, ne? Das ist das nächste Thema. Was haben die Studenten denn für einen Bedarf? Das wäre jetzt nochmal die nächste Frage. Jetzt checken wir nochmal. Da sind ein paar D-Leute dabei. Nun. Aber die sind auch aus dem ersten Jahr und hier aus der Gegenbewegungskultur oder so ähnlich. Wie auch immer das heißt. Ja, Gott, das geht wieder in die richtige Richtung. Hier wird Sport gemacht. Und du hast auch nicht gerade wirklich gesehen, wo dein Rack steht, oder? Mädel? Zur Erinnerung, man isst, was man isst. Wer also Müll in sich rein, ein bisschen buggy hier vielleicht. Müssen wir nochmal gucken, vielleicht klappt das jetzt besser. Ist jetzt mal endlich hier hinten? Nee, ne? Ich will, dass hier an dem Analogcomputer mal was passiert. Hallo. Ein Kaffeekiosk auch noch. Ah. Hier die Richtung, ne? Wie kriegen wir das denn jetzt schön hin? Müssen wir das hier nochmal mit einem weiteren Kiosk einrahmen, vielleicht mit Rahmen oder so noch. Mit Rahmenkiosk einrahmen. Okay. Aber wir machen hier definitiv jetzt nicht viel Geld. Deswegen würde ich auch nicht wirklich extra Personal einstellen. Hausmeister für Aufräumen. Was machen die denn hier? Benötigt. Die lernen Musiktheorie. Nun, ist ja auch wichtig, oder? Jawohl. So, da ist das Demo-Tape fertig. Ich finde das geil. Das macht mir so einen Spaß, hier zuzugucken. Kann man ja fast vergessen, dass man hier auch mal ein paar Aufgaben hat, oder? Ich würde einfach sagen, wir lassen uns hier ein bisschen Zeit. Auch wenn wir den ersten Stern jetzt nicht kriegen. Wir gucken uns das einfach mal an, was hier passiert. Verdienen einfach mal ein bisschen Geld.
Oder verlieren ein bisschen Geld, auch okay. Und checken einfach mal, wie wir hier durchkommen, ne? Ja, Two Point County sucht the next Jasmine Odyssey. Den, vor allen Dingen. Den Jasmine Odyssey. Lasst uns über die Nachrichten reden. Nachrichten sind wie Kaffeesatz oder Sternbilder oder ein einzelner Handschuh auf einem Zaunpfahl. Tromborgel. Ach, eine Tromborgel. Zeilen lesen. Wenn ich also sage, in Hogsport ist in der kommenden Woche mit leichten Überflutungen zu rechnen. Hunganlage zu klein ist nicht. Damit? Also, da müssen wir umbauen. Krank sein stört das Studium. Pass mal auf, das können wir machen. Das kostet uns ja nicht viel Mühe. Zurück an die Arbeit. Hier hätten wir ja Platz für so einen Quatsch. So. Also direkt das Poster angucken beim Sport machen, ist doch auch schick hier. Dann kommt die Bank hier hin. Und das ist gewünscht. Und das passt jetzt immer noch nicht hier rein. Doch da. Perfekt. So, dann einmal abschließen. Hummerkasten, freuen wir uns drüber. Die Orgel, da brauchen wir Kudosch. Die haben wir nicht. Jawohl. Jeder kann durchstarten, genau. Wir haben noch immer keine Nachhilfe. Das merken wir uns einfach mal. An das Thema müssen wir ran. Wäre ja auch was, was hier drüben seinen Platz finden könnte vielleicht. Hier wäre eine schöne Lücke dafür. Aufenthaltsraum gibt es auch noch nicht. So, aber wir sind jetzt erstmal fertig hier. Das war jetzt auch kein guter Monat. Aber jetzt gibt es ja noch ein bisschen Knete. So, hier, das sieht doch gut aus. 10 Abschlüsse, keiner durchgefallen. Hier gibt es nochmal 5000 Dollar, 10 Kudosch. Attraktivität ist gut. Zimmerprestige ist gut. Alles tutti, ne? Damit können wir leben. Okay, Leute, dann machen wir für heute hier eine kleine Pause. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und dann beim nächsten Mal geht's weiter mit der Studiengangsverwaltung und mit den Campusanforderungen.